1000 schlau. Stark im Leben. Wann ist ein Land ein schwieriges Reiseland? Für einen Berliner kann schon Bayern ein abenteuerliches Ziel sein. Der durchschnittliche Reisende wird sich aber darauf einigen, dass Länder abseits des bekannten Mainstreams, Exoten also, mit eingeschränkter touristischer Infrastruktur und abstrakten Gefahren als schwierig gelten. Gefahren, das kann alles sein, was es bei uns nicht gibt. Malaria und Minenfelder, Kannibalen und Kriminalität, Terrorismus und Tropenstürme, Giftschlangen und Großkatzen, Wüsten und Vulkane, Elend und Erdbeben, was hat man nicht schon alles gehört? Ebenso gehören Länder dazu, in die man aus ethischen oder politischen Gründen nicht einfach so fährt. Die Liste von Amnesty International ist dafür ein ziemlich guter Leitfaden. Jeder Mensch wird seine persönliche Grenze der Gefahr anders definieren, abhängig von seinem persönlichen Erfahrungsschatz und seinen Bedürfnissen nach Luxus und Sicherheit. 1000 schlau. Stark im Leben.